zwei Menschen, schwarz und weiß, in Farbe. Ich bin Astrid Blume, Künstlerin, Malerin, ganz speziell, auch Coach. Ich möchte dich mit meinen verbalen Bildern mitnehmen in die Welt der Kunst. Du musst nicht studiert haben, um dich auf Kunst richtig einlassen zu können, um Bilder richtig genießen zu können. Es darf alles ganz einfach sein. Also du darfst mir einfach zuhören und dich entführen lassen in die Welt der Bilder. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zur 9. Folge von Kunst musst du nicht verstehen. Es geht wieder mal um Malerei. Und zwar habe ich hier ein Bild vor mir. Das hat die Maße 1,01 Meter oder 1,02 Meter mal 86,4 Zentimeter. Das Bild ist gemalt, Öl auf Leinwand, von Alice Neal. Ich habe vor 4 Jahren, 5 Jahren mittlerweile, eine Ausstellung besucht in den Deichtorhallen in Hamburg. Eine Einzelausstellung mit einem umfassenden Ausschnitt aus Alice Neals Werk. Alice Neal ist 1900, wirklich genau im Jahr 1900 geboren in Pennsylvania und 1984 in New York gestorben. Das ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit gewesen, diese Bilder mir anzuschauen, denn wann kommt es schon mal vor, dass man so viele Menschendarstellungen in Form von Malerei, moderner Malerei, zu sehen bekommt. Da ich selber ja Malerin bin und mein bisher zumindest bevorzugtes Sujet die Malerei von Menschen ist, durfte ich mir diese Ausstellung natürlich nicht entgehen lassen. Nun aber zum Bild, was ich hier gerne ein bisschen tiefergehend behandeln möchte und beschreiben möchte und da so mich wirklich auch reinfühlen möchte. Und zwar heißt das ganz unspektakulär Rita und Hubert. Mir fällt da zuerst, wie so oft bei Alice Neal, meisterhafte Bildkomposition auf. Zwei Personen, wie gesagt, ein Paar. Es ist eine Bilddiagonale in der Komposition zu erkennen, von links unten nach rechts oben. Vorne sitzt eine sehr schmale Frau, eine weiße Frau, sehr anmutig, elegant. Von den Haaren her oder vom Gesichtsausdruck her würde ich sagen, tatsächlich aber auch mit so einem südländischen Einschlag. Die Haare dieser Person sind hochgesteckt, lockig, sehr ausdrucksvolle Augen und auch Mund. Sie trägt einen mittelblauen Pullover oder ein Shirt und einen schwarzen Rock. Die Hand, die rechte Hand, hat sie so ganz elegant auf ihre Oberschenkel gelegt. Also die Finger der Hand sind wahnsinnig lang. Also das ist sehr auffällig. Sehr grazil wirkt das Ganze. Was noch auffällig ist, ist der Spitzenunterrock, der unter ihrem doch relativ langen, schmalen, schwarzen Rock hervorblitzt. Und dann noch die Unterschenkel, die man da sehen kann. Also die Füße sieht man nicht mehr auf dem Bild. Die Frau ist also angeschnitten. Neben ihr, direkt neben ihr, sitzt ihr Partner Hubert. Hubert ist natürlich ein merkwürdiger Name für einen Mann schwarzer Hautfarbe. Wenn man davon ausgeht, dass er jetzt kein Deutscher ist, sondern, wie beschrieben, ein Afroamerikaner. Hubert wirkt wie das komplette Gegenteil von Rita. Hubert ist breit, sehr kräftig, trägt ein kariertes Hemd, also so eine Art Holzfällerhemd. Er sieht wirklich so aus, als ob er einer körperlichen Arbeit nachgehen würde.
ist natürlich nur unsere Assoziation oder meine Assoziation. Es kann natürlich auch ganz anders sein. Dann sitzt Hubert sitzt so mehr im Schatten. Ja, trotzdem erkennt man aber sehr deutlich seinen Gesichtsausdruck. Dann seine kräftigen Hände. In der linken Hand scheint er eine Zigarette zu haben, zu halten. Er trägt eine graublaue Hose und irgendwie, ja, entweder rote Strümpfe. Ja, doch, das sind rote Strümpfe. Hinter Hubert ist ein Stück eines Bücherregals zu sehen. Also ist angeschnitten. Die beiden sitzen in einem Raum. Man kann es ja nicht so genau sagen, wie dieser Raum gestrichen ist. Zumindest ist das Licht so, dass die Fläche hinter den beiden Personen sehr warm wirkt, sehr erdig. Also es ist ein bisschen Terrakotta drin, farblich, und rosa geht, je weiter man sich nach links im Bild bewegt, zu Rita hin, geht das Ganze in hellere Farben über, in ein gelbliches Rosa, sehr pastellig. Und die beiden sitzen auf einem olivgrünen, weiß ich nicht, Bank, Sofa. Und die Rita hat irgendetwas Kissenartiges in Blau im Rücken. Das setzt sich aber auch bis zu dem Hubert hin fort. Die Gesichter der beiden sind super spannend. Hubert guckt sehr skeptisch in die Ferne. Er guckt den Betrachter des Bildes nicht an, sondern an einem vorbei, obwohl sein Gesicht wirklich fast vollständig zu sehen ist. Rita ist im Profil abgebildet. Sie hat vom Blick her ein bisschen was Bewunderndes aus meiner Sicht, auch etwas Schutzsuchendes, aber auch was trotzdem ganz, ganz Souveränes, und ich entnehme aus ihrem Gesichtsausdruck, dass sie weiß, was sie will. In der damaligen Zeit war das natürlich überhaupt nicht normal, mit einem schwarzen Mann zusammen zu sein, als weiße Frau, was sehr Mutiges, aber es wirkt hier auch sehr stimmig. Ja, erinnert daran, dass das Thema Rassismus natürlich noch lange nicht ausgestanden ist. Das lässt sich auch nicht einfach ausstehen, sondern das Thema etwas, was natürlich irgendwo ganz tief im Innern zu behandeln ist oder zu begreifen ist, zu überwinden ist, zu integrieren ist, wie auch immer. Aber mich fesselt dieses Bild natürlich erstmal oberflächlich durch die Art und Weise der Malerei. Das ist für mich so ganz klar. Es lebt durch die Kontraste, das Blau und Rot, durch dieses wilde Muster des Holzfällerhemdes und die Schlichtheit des blauen Pullovers, also die Klarheit dieser Farben. Dann natürlich durch die Körperhaltung der beiden, durch den Gesichtsausdruck der beiden. Also Alice Neal schafft es eben, die Person sehr klar darzustellen. Also sie hat beide Personen durchgängig mit schwarzen Konturen umrissen. Also sie sitzen wirklich ganz fest im Bild. Also es ist so wirklich ein Statement, was sie da malerisch abgibt. Mich irritieren kann man nicht sagen, aber ich frage mich ein bisschen, was die Bücher, das Bücherregal rechts hinten sagen möchte. Was sagt es mir? Also ich assoziiere damit, dass es die Wohnung von Rita ist. Aber das ist natürlich genau die Falle vielleicht. So dieses Denken in diesen wirklich rassistischen Strukturen, in diesen Vorurteilen, so nach dem Motto, ja, die weiße gebildete Frau und der schwarze Arbeiter, was eben komplett täuschen kann. Es kann auch natürlich genau andersrum sein. Und das ist eben das Schöne an diesem Bild, dass es mich auch dazu herausfordert, Dinge zu hinterfragen, mal wieder. Hier in diesem Bild
ist natürlich der Unterschied rein äußerlich klar erkennbar. Die Unterschiedlichkeit zwischen Menschen. Aber was für mich gerade sehr, sehr wichtig ist, ist auch die Unterschiedlichkeit zwischen Menschen, die sich äußerlich erstmal gar nicht so äußert, sondern Unterschiede im Denken, die auch dazu führen können, dass rassistische Phänomene in der Gesellschaft auftreten. Also für mich ist das Bild wie immer, das stelle ich jedes Mal wieder fest, wenn ich Bilder betrachte. Bilder haben natürlich erstmal eine Oberfläche, die mich malerisch reizt, aber und die mir auch wirklich Spaß macht, ja, wo ich dann auch irgendwie jede Linie verfolge und jedes Stückchen im Bild mir vornehme und mich darüber freue, über die Farbigkeit, über die Struktur. Und dann geht es natürlich immer auch in die tiefere Dimension. Was mache ich jetzt mit diesem Bild? Welche Bedeutung hat es für mich gerade aktuell? Also ich spreche da wirklich nur über mich und möchte damit dich inspirieren, Kunst einfach auch mal aus diesem Blickwinkel zu sehen. Deshalb, du musst Kunst nicht verstehen. Kunst ist einfach erstmal oberflächlich vielleicht ein optischer Genuss. Ist auch ja einem nicht immer alles komplett bewusst, was eine Bildbetrachtung mit einem macht. Aber das, was so gerade ans Bewusstsein tritt bei mir, ist eben tatsächlich gerade unsere gesellschaftliche Situation. Und die wird eben, man sieht so viele Aufkleber irgendwo kleben, an Autos, an Laternen fehlen und so weiter. Stoppt den Rassismus. Aber jeder kann sich da, glaube ich, wirklich an den eigenen Kopf fassen und mal reflektieren. Gibt es da noch andere? Rassismus ist nicht nur da, wo er ganz offensichtlich ist. Feindbilder sind nicht nur da, wo sie offensichtlich sind, sondern Feindbilder sind in jedem von uns. Und dazu regt dieses Bild mich gerade mal wieder an, zu gucken, was für Feindbilder habe ich? Brauche ich die überhaupt? Wem bringt das was? Bringt es mir etwas? Was habe ich davon, wenn ich dieses Feindbild aufbaue? Nun geht das schon wieder sehr in die psychologische tiefe Dimension des Ganzen. Aber das ist auch genau das, was Alice Neal wohl für sich beansprucht hat oder was einfach ihre Malerei mit sich brachte. Ich habe gerade angefangen, ein Video zu schauen, in dem sie interviewt wird. Und ganz am Anfang sagt sie, "Well, if I had been a psychiatrist, I would be wealthy." Ja, also wenn sie jetzt ein Psychiater wäre, dann wäre sie reich. Das glaube ich auch. Sie schafft es also mit ihrer klaren Art und Weise zu malen, unheimlich viel auszudrücken, was im Innern dieser Person vorgeht. Und das finde ich so faszinierend. Da meine Podcast-Serie ja heißt Kunst musst du nicht verstehen, gehe ich auch möglichst unbefangen an meine Bildbesprechung ran. Das heißt, ich lese wirklich nur ganz grob Hintergrundinformationen über die Künstlerin, den Künstler und das Bild und lese dann oft erst nach meiner spontanen Wahrnehmung etwas mehr über den Hintergrund. So habe ich es auch dieses Mal gemacht und so wie ich es vermutet hatte, habe ich mich tatsächlich auch so ein bisschen aufs Glatteis führen lassen durch Alice Neals Malerei. Ich habe ja vermutet, dass es hier bei diesem Hubert sich nicht um denjenigen handelt, der hier mit Büchern zu tun hat, sondern ich bin davon ausgegangen, dass es die Rita ist. Aber es scheint doch der Hubert zu sein, denn Hubert, der dunkelhäutige Mann eben in diesem Bild, ist ein Autor und hieß Hubert Satterfield, aber scheint ja nicht so wahnsinnig
bekannt geworden zu sein. Und so hat ihn eben Alice Neal auch dargestellt. Also er ist in diesem Bild wirklich im Schatten, obwohl man seinen Gesichtsausdruck sehr genau erkennen kann. Also auch ja tatsächlich so eine Verzweiflung und totale Melancholie. Ja, möglicherweise ist das, was Hubert in seiner linken Hand hält, dann auch gar keine Zigarette, sondern ein Stift. Mich hat aufs Glatteis geführt meine feste, enge Vorstellung von jemandem, der mit dem Kopf arbeitet oder der vielleicht sogar schriftstellerisch tätig ist. Also meine Assoziation zu dem Hubert hier war, wie schon gesagt, dass es eine Person ist, die eher körperlich arbeitet, aufgrund dieses Holzfällerhemdes und aufgrund der sehr groben, kräftigen Hände. Aber so schnell kann man eben daneben liegen. Und das finde ich sehr spannend an diesem Bild, dass es uns einfach auch daran erinnert, zu überlegen, ja, gibt es nicht auch eine andere Sichtweise, kann es nicht auch ganz anders sein? Wen hat Alice Neal eigentlich so gemalt? Also oft Personen aus ihrem engsten Kreis, also Freunde und die Familie. Sie hat sich auch ja in Künstlerkreisen aufgehalten und diese Personen sind auch oft in ihren Bildern zu sehen gewesen. Sie hat wohl sehr gerne direkt gemalt, also die Personen wirklich leibhaftig vor sich gehabt. Also sie hat, ich denke, gar nicht von Fotos gemalt, sondern sie hat wirklich das Leben direkt gemalt. Ja, diese Bilder sind natürlich auch sehr konfrontativ, weil sie radikal ehrlich sind. Vielleicht hat das dazu beigetragen, dass sie erst relativ spät, als sie schon relativ alt war, bekannter geworden ist. Also in ihren jungen Jahren waren andere Dinge angesagt. Das war so der abstrakte Expressionismus und Minimalismus wohl. Und das war so eine Kunst, die zumindest menschlich unverfänglich war. Hier steckt einfach sehr viel von der Persönlichkeit, natürlich der Künstlerin drin, aber sie schafft es einfach wunderbar, das, wie sie auch immer sagt, so das Innere der Person nach außen zu kehren. Sie bezeichnet sich als Seelensammlerin und das trifft es auch sehr gut. Das, was ich dabei beim Betrachten ihrer Bilder so empfinde. Vielleicht noch eine Ergänzung zu ihrem Leben. Also sie hat auch einige Jahre auf Kuba verbracht, weil sie dort mit einem Kubaner auch verheiratet war. Und als die Ehe dann zu Ende ging, ging es ihr sehr schlecht. Also sie litt wohl auch an Depressionen und ist irgendwann nach New York übergesiedelt, wo sie dann bis zu ihrem Lebensende gelebt und gearbeitet hat. Wie hat sie gemalt? Also sie hat gesagt, dass sie sehr so in Schüben gearbeitet hat. Also sie ist nicht täglich, wie Leute ins Büro gehen, ins Atelier gegangen, hat da eine gewisse Zeit lang gemalt, sondern sie hat wahrscheinlich auch genau gespürt, wann es dann wieder soweit ist und wann da etwas raus muss und wann Zeit zum Malen ist. I paint in batches, hat sie gesagt. Ich finde das immer ganz spannend zu sehen, dass ja, Bilder, die zu persönlich werden, also die vielleicht auch im Betrachter, in der Betrachterin etwas ansprechen, was eine eigene Baustelle ist sozusagen, dass diese Bilder es wahrscheinlich etwas schwerer haben auf dem Markt als Bilder von Menschen, die aussehen wie Prototypen. Also ich beobachte das jetzt, insbesondere auch auf Instagram. Ja, da gibt es natürlich viele Maler, die Menschen darstellen, aber es sind oft Gesichtsausdrücke, Körperhaltung, die sehr glatt wirken, sehr allgemeingültig, die eine tiefere Ebene weglassen.
Ob das nun bewusst oder unbewusst ist, kann man natürlich nicht sagen. Aber so etwas wie Alice Neal geschaffen hat, sie wird dem amerikanischen psychologischen Realismus zugerechnet. Ja, das ist schon was Besonderes in der aktuellen Zeit. Oder ja gut, ihre Bilder sind ja auch schon etwas älter. Aber das machen sie für mich so fesselnd. Natürlich auch die Reduktion, also diese Fähigkeit, diese Tiefe mit relativ einfachen und klaren Mitteln darzustellen. Da sehe ich jetzt gerade auch wieder eine Parallele zu Munch, obwohl natürlich von der direkten Malweise her nicht so viel Ähnlichkeit ist, auf den ersten Blick zumindest. Aber die Fähigkeit mit einfachen Mitteln ganz, ganz viel auszudrücken, die sehe ich da bei Alice Neal genauso wie bei Munch. Dazu habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht und zwar war das meine allererste. Für heute genug zu Alice Neal. Ja, ich hoffe, ich konnte dich damit auch wieder anregen, dieses Bild einmal im Netz zu suchen und deine Eindrücke ja mit meinen vielleicht abzugleichen oder dieses Bild einfach mal für dich wahrzunehmen und das für dich Besondere darin zu erkennen. Meine eigenen Bilder findest du im Netz unter www.astridblome.de, auf Instagram und teilweise auch auf meinem YouTube-Kanal Alles in Farbe. Dort erfährst du auch, wie ich arbeite, also etwas über meinen Prozess, über die Techniken, die ich anwende und ja, du bist eingeladen, natürlich selber kreativ zu werden.